Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Leute, heute koche ich für Dave und wie ihr sehen könnt, ist Dave nicht hier bei mir in der Küche. Nein, Dave ist in unserem Büro. Ihr habt richtig gehört, wir haben gemeinsam ein Büro, Dave und ich. Und falls ihr euch fragt, warum, damit ich mehr Videos für euch machen kann, nicht nur noch einmal die Woche. Auch wenn das Video immer viel Arbeit ist, aber Dave hat sich von mir French Toast zum Frühstück gewünscht und die werde ich jetzt machen. Und Leute, es wäre ja nicht ein Tag persönlicher Koch, wenn ich einfach nur French Toast machen würde. Dementsprechend mache ich noch ein Rührei dazu, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist und Dave nicht nur süß frühstückt. Das Rührei mache ich mit Bacon, dafür habe ich gerade den Ofen vorgeheizt. Ich würde ihn auch in der Pfanne machen, aber dann wird es voll. Ihr wisst ja, dass das gut funktioniert von meinem BLT-Video mit Sandra. Dann der Bacon. Hätte man auch besser reinlegen können. Und dann, Leute, meine Geheimzutat für die French Toasts. Wirklich, es macht sie so viel besser. Es heißt ja French Toast, ne? Also man würde denken, man macht es mit gewöhnlichem Toastbrot. Ich kann nur so viel sagen, wenn man die French Toast mit Brioche macht, also mit französischem Briochebrot, es ändert alles. Es macht das Ganze viel krasser, viel besser, viel leckerer und alles, was man mit viel sagen kann. Also fangen wir an und machen die Mischung, in die wir gleich das Briochebrot tunken. Auch die ist wieder sehr einfach. Wir brauchen eine Schüssel. Zimt, Milch und Eier. Schlagen wir hier rein. 120 Milliliter Milch. So viel ungefähr. Dann wie gesagt etwas Zimt, aber nicht zu viel, weil Zimt schmeckt ja sehr intensiv. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen Zucker dazu. Nochmal 2 Teelöffel. Ich habe zwar vor, das Ganze gleich mit Nutella zu servieren, aber es kann trotzdem nicht schaden. So, das verquirlen wir jetzt, diese Mischung. French Toast klingt so unfassbar fancy. Ich finde, das klingt so richtig nach so einem Frühstück in so einem guten Hotel. So French Toast. Ich muss das Ganze nur etwas timen, weil ich Dave auch noch einen Kaffee mitbringen will. Kaffee rein, Milch rein und zu. Der Bacon sieht schon mal gut aus. Ich gebe jetzt, falls ihr es da drüben sehen könnt, ein bisschen Fett in die Pfanne. Am liebsten würde ich Butter dafür nehmen, aber ich habe vergessen, welche zu kaufen. Die Besonderheit vom Briochebrot ist, dass das wirklich richtig fluffy ist. Ich rühre das Ganze nochmal um, jetzt legen wir das einfach hier rein. Lassen das ein bisschen vollsaugen, wenden es gleich und dann wird es angebacken. Noch schnell das Rührei. Dann drehen wir jetzt hier das Brioche, das hat sich komplett vollgesaugt. Damit auch, wie gesagt, beide Seiten komplett voll sind. Jetzt geben wir das Ganze einfach so labbelig, wie es ist, in die Pfanne hinein. Vielleicht würde ich sagen, noch für 2 weitere. So rein damit. Dann esse ich auch noch welche. Und ihr seht es hier, schön goldgelb von beiden Seiten. Da das Rührei wahrscheinlich noch ein bisschen nachgaren wird, nehme ich es jetzt schon mal von der Hitze. Leute, ich freue mich auch für Dave, weil es ist so geil. Wir holen das Rührei mal raus, genauso wie ich Rührei liebe. Bacon Stripes drüber. Boom. Schön sieht das aus. Hallo Max und hallo liebe Zuschauer. Wundert euch nicht über diesen Müll hier. Das ist das Büro. So Dave, hier. Traum. Dein Frühstück kommt an den Arbeitsplatz. Dazu gibt es natürlich absoluter Traum. Und was nicht fehlen darf, frisch gebrühter Kaffee aus dem Ich habe es gerade eben schon erspäht und ich habe mich richtig gefreut. Also Dave. Also erstmal vielen, vielen Dank. Die große Schwachstelle an allen Frühstücken in Köln ist immer der Kaffee. Wenn Dr. Kran an der Kaffeemaschine steht, dann ist mir klar, dass das nur von allerfeinster Sorte sein kann. Okay Dave, ich würde sagen, so lässt es sich frühstücken. Ach, ich wünsche dir den besten Appetit. Ich bin gespannt, wie der Transport dem Ganzen zugetragen hat. Aber probier mal und lass dir schmecken. Machst du erst salzig, dann süß? Nee, wahrscheinlich ist es andersrum schlauer. Ne? Wie man will. French Toast, ihr müsst wissen, Dave ist halb Franzose. Und ich spreche kein Wort Französisch. Weißt du, was lecker heißt? Ja, aber ich sag's dir nicht. Oh nein! Nee, aber es ist sehr, sehr gut. Es schmeckt echt. French Toast hat man häufig nicht im Kopf, wenn man irgendwas sich zu essen machen will, aber es ist eigentlich ein so einfaches Ding, was so geil ist. Ja, no deswegen war ich richtig froh, dass mir das eingefallen ist, als ich gestern Essen bei dir bestellt habe. Boah, wirklich Traum. Also no joke jetzt auch auf Kamera. Das lass ich trotzdem drin, damit die Leute wissen, dass es echt ist. Okay, Dave, dann lasst ihr schmecken, ist auch. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich für die Bewertung wieder. Du hast alles aufgespeist.
Bis auf den Bacon, den ich unter dem Toast versteckt habe, weil ich nicht mehr schaffe. Also, erstmal würde ich mir gerne Punkte dafür geben, dass ich an French Toast gedacht habe, weil das war wirklich mega gut und das war für mich eine absolute 10 von 10. Weiter zum Ei mit Bacon. Das ist Max' Standardding, das hat er hunderte Male gemacht. Das sitzt einfach so, da macht er nichts falsch. Es wurde geliefert und deswegen würde ich allgemein vielleicht einen Punkt abziehen. Okay. Wahrscheinlich ziehe ich noch einen Punkt ab, denn ich weiß, wie gut Max' Kaffee sein kann. Der war heute, weil er nicht mit super viel Microfoam. Deswegen gebe ich dem Frühstück insgesamt eine 8 von 10. Okay Leute, 8 von 10 ist auf jeden Fall eine solide Bewertung für den Tagesanfang. Das lässt Raum zur Verbesserung und ich sag dir Dave, beim Mittagessen und Abendessen legen wir nochmal eine Schippe drauf. Jawohl. Dann springen wir einfach direkt zum Mittagessen. Damit hättet ihr ja nicht gerechnet, hä? Lass uns loslegen. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht an den Zutaten schon erkennen könnt, vielleicht auch hieran, aber wir machen Tacos. Und nicht irgendwelche Tacos, sondern Crunchy Tacos. Liebe ich, seitdem ich das mal in der Grundschule auf einem Ausflug gegessen habe. Umso mehr freue ich mich, dass selbst sich das heute von mir gewünscht hat. Ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, sondern fangen einfach an. Ihr seht schon, das werden Tacos mit Rindergehacktem. Wir fangen aber an mit dem Salat. Vom Salat wollen wir nur so ungefähr den mittleren Teil für die Tacos. Und den schneiden wir dann schön fein, so vielleicht haarfein, sehr fein, wird am Ende einfach nur schön auf unsere Tacos oben drauf gelegt. Das hätten wir schon mal. Weiter geht's mit den Tomaten. Schneiden wir einfach vorne und hinten ab und schneiden so halben Zentimeter dicke Scheiben raus, die wir wiederum würfeln werden. So, dann ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Dann lassen wir den Spaß hier ein bisschen marinieren. Einfach nur, während wir die anderen Sachen fertig machen. Mais für später. Jetzt, Leute, machen wir unsere Gewürzmischung, weil wir nehmen natürlich keine gekaufte. Wir brauchen 2 Esslöffel Kreuzkümmel. Ich finde, das riecht so mexikanisch. Nummer 1 und Nummer 2. Einen Esslöffel Paprikapulver. Und dann für die Schärfe noch ein wenig Chili. So einen halben Esslöffel. Dazu gibt es noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Soll ja wirklich spicy werden alles. Und das können wir jetzt einfach so an die Seite stellen. Bereite auch schon mal die Limette vor. Davon schneide ich einfach nur so kleine Scheibchen ab. Also erstmal oben und unten ab. Und dann jetzt einfach so kleine Hecken, weil die lassen sich einfach am besten drüber splashen. Ich habe aber ein bisschen gefällt, ich habe nur eine hinbekommen. Außerdem braten wir das Fleisch, damit es schöne Röstaromen abgibt, in einen Topf. Der hat nämlich einen dickeren Boden als eine Pfanne, ist nicht beschichtet. Macht Sinn, ne? Dann habe ich noch diese Chilis hier gefunden. Ich will mal herausfinden, wie scharf sie sind. Probiere die meisten Kerne rauszubekommen. Müssen aber längst nicht alle sein. Ich probiere mal ein bisschen. Schon scharf? Ja, scharf. Wow. Wir nehmen auf jeden Fall nicht zu viel davon. Hallo, dürfte ich dich so in 20 Minuten zu Tisch bitten? Dann mache ich noch den Feta klein. Eigentlich wollte ich diesen Cojita-Käse, also diesen klassischen mexikanischen Käse, benutzen. Den gibt es nur leider nicht. Deshalb nehme ich Feta. Den schneide ich einfach in so kleine Würfel. Okay Leute, der Topf ist schön heiß. Ich gebe ein klein bisschen Bratfett hinein. Und darauf kommt jetzt das Rindfleisch, das wir braten, bis es angebräunt ist. So, es hat aufgehört zu zischen, jetzt wechseln wir mal die Seiten. Und nachdem wir das Ganze einmal gewendet haben, kommen jetzt unsere Gewürze dazu. Die rühren wir einmal schön ein und es hat sofort diesen klassischen Tacos-Geruch. Das ist halt einfach der Kreuzkümmel. Hitze ein bisschen runter, jetzt lassen wir es einfach stehen. Und wir geben zu dem Ganzen, damit es nicht trocken bleibt, einen Esslöffel Tomate noch dazu. Ich packe hier schon mal die Crunchy Tacos aus, weil die müssen ja gleich hier in den Ofen für 5 Minuten oder so. Noch geiler wäre es gewesen, wenn es diese kleinen Tacos bei meinem Supermarkt gegeben hätte. Dann hätte man nämlich die weichen Tacos in Öl knusprig backen können. Ist noch geiler, aber wir nehmen einfach die hier. Da sind die guten Dinger und hier ist alles andere. Das sieht traumhaft aus, Leute. So richtig fresh einfach. So richtig fresh, oder? So richtig. Du bist übrigens da, falls du es noch nicht wusstest. Exquisit, ich bin da. Leute, wir machen die ersten 2 Tacos für Dave. Wir schnappen sie uns hier raus, sie sind sehr heiß. Und füllen sie mit dem Rindfleisch. Man hört no joke so brutzeln, wenn die da nochmal reinkommen, weil es so heiß ist. Nummer uno. Es gibt natürlich noch Nachschlag für dich, Dave, wenn du Hunger hast. Sehr gut. So, darauf kommt jetzt Feta-Käse. Dave liebt Feta-Käse. Sour Cream auf jeden Fall, eine ordentliche Ladung. Guacamole auf jeden Fall. Mach einfach alles. Könnte man sich daran gewöhnen, so jemanden zu haben, der einen so im Alltag bekocht. Wenn das irgendwann mal jemand nicht sagt bei einer Folge, dann mache ich mir Sorgen. Endlich diesen wunderbaren Frühstück. Das darf nicht fehlen natürlich. Sour Cream, Limette und die spicy Schärfe im Fleisch. No joke. Geil? Mm.
Man merkt halt, dass die Sachen, die du geschnitten hast, auch gerade erst geschnitten wurden. Also ist alles so turbo-fresh. Nicht wie wenn man in so einen Imbiss geht, wo die Sachen halt schon so einen halben Tag rumliegen. Richtig krank. Lass es dir schmecken. Ich mache mir auch schnell eine Portion, weil ich kann es kaum noch erwarten. So geil sieht das aus und dann sehen wir uns gleich zur Bewertung. Also ich sage ehrlich, das war der reinste Traum. Ich weiß nicht, also ich habe selten in meinem Leben Taco gegessen, weil immer, wenn ich in Läden bin, wo es mexikanisches Essen gibt, greife ich eher zum Burrito. Aber das war wirklich der, no joke, der beste Taco, den ich hier gegessen. Zum einen, weil wie ich gerade eben gesagt habe, die Sachen waren alle super fresh geschnitten. Es war komplett fresh, mit Max Liebe gemacht. Und ich konnte halt nachträglich nach dem ersten Taco nochmal umstellen. Mehr Sour Cream, weniger Guacamole, mehr Schärfe. Und ich konnte mir den halt komplett selber zusammenbauen. Du kannst vor allem das hier benutzen, den Extra Hot Tabasco. Und wie geht's deinem Mund? Es wird immer besser, aber nach wie vor schlecht. Du. Oh, ich danke. Du, während du jetzt deinen Mund abkühlst, würde ich sagen, springen wir zum Abendessen. Nein, wir springen erstmal zu meiner Bewertung und das ist glatte 10 von 10 für dieses wunderbare Mittagessen. Ich weiß, es ist cheesy, weil du jedes Mal so gut bewertet wirst, aber no joke, ich sag das nicht wegen des Videos, es war der beste Taco, den ich hier gegessen habe und deswegen. Danke dir. Okay Leute, wir sehen uns beim Abendessen, diesmal wirklich. Ja, wir sind beim Abendessen, Dave ist hinter der Kamera, denn es geht übertrieben schnell, was wir jetzt vorhaben. Sandwiches, Käse, draußen ist ein Grill, Grilled Cheese Sandwiches. Ich bin Dave sehr dankbar, dass er sich das zum Abendessen gewünscht hat, weil irgendwie bin ich mega fertig. Ich weiß, ich habe schon aufwendigere Sachen gemacht, aber ist einfach nice. Let's go. Wir brauchen den feinsten amerikanischen Mülltoast. Das ist wirklich sehr wichtig, weil bei diesem Essen geht es auch mal wieder nicht darum, gesund zu sein oder sonst was. Gesund hatten wir einigermaßen heute Mittag. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen American Sandwiches. Wir brauchen Butter, Käse und noch mehr Käse. Wir bestreichen die Toastscheiben von allen Seiten mit Butter. Ich werde die Sandwiches auf einer Grillplatte machen, diesmal auf der ich auch normalerweise meine Smashed Burger mache. Dadurch wird die Hitze noch gleichmäßiger abgegeben. Ich glaube, der Käse schmilzt dann auch besser. Du kannst ja schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Wie läuft es bei dir? Was kommt morgen eigentlich bei dir für ein Video? Also erstmal absoluter Traum. Wirklich dieses Bekochtwerden hat mir an dem Tag, ich habe heute super viel organisiert gedreht, das hat mir wirklich eine Menge Zeit erspart und es war ein absoluter Traum. Denn ich habe den ganzen Tag versucht, durch Mathematik ein Casino auszutricksen und ob das funktioniert hat oder nicht, seht ihr morgen bei mir auf dem Kanal. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Käsescheiben toastbrotgerecht schneiden. Es muss, no joke, es muss diese Kombination sein. Billiger, junger Gouda und so ein herzhafter Cheddar. Gouda, weil er schön flüssig wird. Cheddar, weil er Würze gibt. Ein alter Profi schneidet die Quadrate nach Augenmaß aus dem Käse heraus. Sandwich Nummer 1. Ich lege es nur an die Seite, denn wir packen den Käse erst drauf, wenn die Sandwiches aufliegen. So, ich habe ihn so auf halber Hitze vorgeheizt. Er hat aber ordentlich Temperature. Also, sehr schön. Mit Double Cheese und... Ich muss das ganz kurz beobachten. Oh ja. Oh ja. Mhm. Wir legen das Ganze mal in die indirekte Zone. Lass uns noch was ziehen, damit der Käse auch wirklich durchschmilzt. Käse, K-E-S-E. Ich mache einfach nur noch mehr. Merkt ihr das, Leute? Man kann sie einfach so nehmen, weil alles einfach perfekt zusammenklebt. Das Abendessen, was aber bei dir natürlich von etwas begleitet werden muss. Cola. Wenn ich es nicht besser wüsste und wüsste, dass der amerikanische, die American Dream, etwas Geschichtsträchtiges ist, mit dem Leute mehr verbinden, dann würde ich denken, dass das der American Dream ist. Wir haben wirklich ein sloppy Grilled Cheese Sandwich. Wir haben Cola, Dave liebt Cola und Dave für Cola und ja. Das ist ein Benzin so mäßig. Und das, da muss man auch nicht so, darf man nicht so gentle mit sein, da muss man so... Ja, ja, ja. Oh. Oh. Ich muss nicht bewerten. Warum? Du weißt, was es für mich ist. Was ist es? Cola mit Grilled Cheese, einer fetten Portion Mayo und Ketchup. Sag es. Nach 10 Stunden Büro ist so eine 10, Alter. Ey! No, no. Leute, das hört man sich doch gerne an, vor allem mit so wenig Aufwand. Ich habe das Rezept noch ein bisschen getweakt, es ist ein bisschen besser als sonst. Macht sich schon mal bezahlt. Ich würde sagen, Leute, Dave, es war mir eine Freude, dich als Gast zu haben. Iss gerne in Ruhe auf. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit einer besonderen Folge. So viel kann ich schon mal sagen und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss. Adios.